Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen jetzt wieder Dämmerwacht und haben einen Auftrag erhalten, eigentlich mehrere Aufträge. Aber den ersten, den wir erfüllen wollen, das ist der, wir wollen Florentius finden. Ja, und der soll sich hier in der Gegend rumtreiben. Ganz genau. Sieht aus wie eine Höhle eigentlich, wenn man hier den Festfall glauben darf. Wir haben jetzt eigentlich immer den Kompass genutzt und bisher war er eigentlich auch ganz nett zu uns. Ja. Also, das nehmen wir mal an, weil wir bewegen uns ja langsam, aber sicher auf den Questpunkt zu. Die Höhle ist näher, würde ich sagen. Durch Sträucher gehen wir. Mag ja auch eine Höhle sein, wir wissen es ja gar nicht. Nee. Es kann ja die Höhle sein. Aber naja, müssen sie übereinstimmen. Ja, ich weiß. Da müsste da eigentlich schon auf der Höhle stehen. Aber ja. Du musst die ja links an den Baum. Nee, oder egal. Nee. Zwischen den Bäumen durch. Slalom. Ja, in der letzten Folge haben wir mit Kultisten kämpfen müssen und auch mit Vampiren. Das war aber eigentlich irgendwie ganz nett. Ah, ja, war doch mal eine Abwechslung. Ja, die Kultisten waren eine Abwechslung. Die kann man schon von Weitem erkennen an ihrer Figur. An ihrer Kleidung eigentlich. An ihrem Gang. Ja. Es war auch eine Höhle, wo wir hingehen. Aber es ist eine andere Höhle vorher, glaube ich. Können wir ja auch gleich entdecken. Ja, klar. Wir haben noch lange nicht alles entdeckt hier im Spiel. Nö, da taucht schon die nächste Höhle wieder auf. Ja. Die Ruhenwald. Das ist unser Ziel aber, glaube ich. Oder? Ruhenwald. Rübe. Das klingt aber irgendwie... Dann wollen wir das mal ein bisschen spielen. Nordisch irgendwie. Ne? Was haben wir denn hier? Ja, sollen wir sehen. Hä? Nee, wir sind schon richtig. Ein Füchslein. Nee, ich habe nur geguckt, was das für ein Geräusch ist. Aha. Ein verlassenes kaiserliches Zelt. Machen wir Licht. Wann erkennst du, dass es ein kaiserliches ist? Ah. Weil hier das Zeichen. Aha. Ist. Hallo, wir mussten mal eine kurze Pause machen. Und jetzt machen wir weiter. Genau. Das Tagebuch hast du nicht mitgenommen, oder? Hier das Tagebuch. Ich blätter es mal kurz durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Na gut, dann gucken wir mal, was hier nicht stimmt. Welcher von Standard zu halten? Ja. Habe ich den Eindruck, wenn man das liest. Ja, irgendwie, ja, hier ist das Zeichen der Kaiserlichen, aber das Buch liest sich eher nach einem Wächter von Ständer. Mhm. Wir gehen mal gucken. Das lässt ja nichts Gutes ahnen eigentlich, weil die nicht besonders, das Zeichen besonders ist erfolgreich drüber. Sind, ich würde sagen, Menschen. Wir müssen hier rein. Gehen wir mal rein. Mal sehen, was uns hier erwartet. Die Dunkelheit macht mir nichts aus. Aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Ja, ja. Wissen wir. Ein paar hundert Jahre oder noch länger. Ja, mindestens. Wir wissen ja nicht, ob es ja Freunde oder Feinde sind. Also, können wir ja nicht seid einfach ihr rumballern. Nett oder seid ihr böse? Keine Ahnung. Du kannst du mal Licht machen, dann weiß ich es. Das ist eine Idee, ja. Aber erstmal speichern, ne? Ja, voll gespeichert. Wenn die Terraner wieder auf irgendwelche Feinde stürzt, dann mal Pech gehabt. Ja, die sehen ziemlich rot aus. Das sind bezauberte Wächter. Aua! Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Oh,
schon, dass der Rana wieder zugange. Der Rana. Und dann rennst du auch wieder nach vorne und du kriegst immer was ab oder so. Ich krieg die Prügel, ja, ja. Und der Rana ist... Naja. Das ist der Rana, ist immer hier ihre... Wer? Na, mit dem... Das ja, hier ist ein bezauberter Wech. Derjenige, der angepikst ist, ist auf jeden Fall der Feind. Bleib stehen. Er wird gleich liegen das bleiben. Das macht ja keinen Sinn, hier lange rumzuballern. Hat schon wieder mal einen aufgeweckt. Ja, Serana, toll hast du das gemacht. Ja, ja, so machst du das immer. Und dann wächst du die auf. Und das ist einer von Serana. Das ist der Bezauberte von Serana, ja. Wenn das irgendwas mit den Wächtern von Serana zu tun hat, dann ist es immer schlecht. Ja. Die hat wohl jemand umgedreht hier. Dann gucken wir uns mal um hier. Die Entdeckung von Ruhe. Komm mal mit dem, kennst du nicht. 1. Nehmen wir mal mit. Ja. Meine Armbrust. Ja. Hm? Ja, irgendwie erstaunlich, ja. Guck mal, Amulett von Ständer haben wir heute. Ja, ja. Haben es hat nichts zu sagen, haben ja viele, aber ich denke mal, das sind schon die. Ja, ja. Wenn die Welt, wenn er von der Halle geschrieben hat in dem Buch. Ja. Und die Halle gibt es ja wohl auch nicht mehr. Nee, die ist ja wohl vernichtend geschlagen und vernichtet. Interessiert uns nicht? Nee. Eine Lehrlingstruhe. Tatsächlich. Oh, und Schlossknacken verbessert. Na, das ist schon mal gut. Oh ja. Ich mache ja diese netten Geräusche. Oh, du hast ja Fleisch, das Salz geklaut. Das kannst du dich nicht mehr pökeln. Oh, jetzt wird's schlecht. Ach, hier wird doch nichts schlecht. Hier wird nie was schlecht. Diesen komischen roten Schein da um sich herum, weißt du? Ja. Das ist wahrscheinlich die Bezauberung. Ist mir auch schon aufgefallen. Heilen kann man die, glaube ich, kann man die nicht. Also nichts, da ist keine Möglichkeit, dass Heilens gibt. Nee, das glaube ich auch nicht. Petra. Ist irgendwo traurig, finde ich. Ja. Haben sie mal eine Krankheitsheilung dabei, so wie die silberne Hand. Brauchen wir Krankheitsheilung dabei. Kommen wir aber die bekämpfen ja auch die Vampire, die brauchen die ja hier auch. Aber es hat ihnen jetzt auch nichts genützt, die Krankheitsheilung. Nee. Dagegen sehr, ist wohl kein. Gegen die Bezauberung ist wohl kein Kraut gewachsen. Tja. War ja wohl nicht Florenzus, der die bezaubert hat. Er scheint ein etwas schräger Typ zu sein. Oh. Wer ist da? Ist da jemand? Da ist eine Falle. Oh. Wusste ich doch. Das ist gewesen. Ja. Ui. Und die arbeiten, die haben auch die Armbrust. Die haben auch eine Armbrust, ja, habe ich gesehen. Wow. Sag mal, hier kannst du da mal rausgehen. Stehst du gern im Feuer, Serana? Ja, das scheint dir nichts auszumachen. Nee. Wir hätten ja schon ein paar Mal aufgeschrien, aber ihr scheint es überhaupt nichts auszumachen. Jo. Nö, hat sie auch nur ganz leicht angepackt. Serana leicht angeröstet. Aber nur rein. Das ist auch so scharf. So, was hast du dabei? Gold. Oh. Stahlbolzen brauchen wir nicht. Aber Zwergenbolzen nehme ich mit. Ist alles Malachit hier, braucht man nicht. Nee. Also Eisen würden wir ja noch nehmen, aber was wir noch wieder brauchen. Und auch ein Amulett von Ständer bestimmt. Keine Ahnung. Hast du mitgenommen? Ich habe alles eingesackt. Ja, ist okay. Ist
So, die Falle hier ist entschärft. Ich meine, man kann sie auch verkaufen. Wenn wir mal wieder verkaufen gehen können. Aber jetzt wollen wir wirklich den mal wach durchziehen. Damit wir endlich mal... Ja, weiterkommen. Ja, und auch die Quest, die wir schon abgeschlossen haben, auch mal Bescheid geben können, dass wir die abgeschlossen haben. Das Questbuch mal ein bisschen... Was war das für eine Rolle? Keine Ahnung. Du schnappst alles, was du kriegen kannst. Aber das kennen wir ja Untote schon. Untote Vertreibens. Oh ja, 200. Boah. Schmeiß das weg, du hast ja noch viel Platz. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich nicht. Du nicht? Nein. Elfenfalken, okay. So. Dietrich. Dietrich ist sowieso. Ja, siehst du die Rolle? Nein, die Rolle war nicht so wertvoll. Wird jemand erschlagen oder erschossen, der gerade fleißig arbeitet. Das finde ich immer nicht so in Ordnung. Woher seid ihr gekommen? Jetzt müssen wir auch noch den Hund umbringen, das kommt nicht richtig an. Husky. Ja. Und wir haben einen neuen Freund. Ja. Der macht sich jetzt auf den Weg, um den Husky abzumuxen. Sein. Darüber hatten wir ja schon ein paar Mal geredet. Dass jemand der Todesverkommen und eine Lehre da ausziehen kann. Schwer, sehr schwer. Ist hier noch irgendwas? Nur mal Chit. Auch hier nur mal Chit. Alles nicht sehr interessant. Armer Hund. Ja. Was haben wir hier? Wundertrunk des Volltreffers. Naja. Stahlbolzen. Kräftige Magika aus. Ja, ist ja. Von Hohen Band 2. Band 1 haben wir ja schon. Ja. Jetzt haben wir Band 2. Die Bücherei muss auch ein paar Bücher enthalten. Das ist keine Bücherei, stimmt. Genau. Also Bibliothek, vornehmer ausgedrückt. Die wir ja im Haus Finstert haben. Wohin? Mach mal Licht. Ja, aber es kann auch als Licht dienen. Vorübergehen, ja, aber es blendet dann eher. Ja, geht auch so schnell wieder aus. Stimmt. Jedenfalls, wenn nichts Brennbares da ist. Hallo, wir mussten mal wieder eine kleine Pause machen. Heute ist echt der Wurm drin. Ich glaube, wir schaffen das heute nicht so, mehr als eine Folge zu machen. Wir machen mal weiter. Bellt schon mal wieder ein Hund. Ein Und Dummt. Ich sehe auch einen Schatten. Dummt-Hund. Dummt-Husky. Ach, schon wieder so einer. Und die Hunde sind eigentlich wahrscheinlich nur herrchentreu. Und dann natürlich. Das wird euch eine Lehre sein. Ja, das wird dem Hund ganz bestimmt eine Lehre sein. Dann gucke ich aber erstmal. Nee, das ist hier eingebrochen. Ja. Nee, doch nicht. Nee, geht's runter. Wolltest du hier erstmal runter, ja? Ja. Da gehe ich erstmal runter. Oh, da ist eine Truhe. Ja, scheint auch nur so ein kleines
kleiner angebrochener Raum zu sein, ne? Ja, halte ich ja nicht so lange auf, sonst brichst du auch noch ein. Er bricht auf dich herab, sozusagen. Ja, ja. Du meinst, du hättest es gehabt, ja. 91 Schlossknacken. Und entdeckt. Oh, Truhe. Ja. Und eine abgebrochen. Ein Dietrich. Also, Heilung. Ja, brauchen wir nur wirklich nicht. Die ist uns ein bisschen zu dünn. Der Heiltrank. Am Anfang nimmt man ja wirklich alles, was man kriegen kann. Man ist froh über jede kleine Heilung. Ja. Ja, dem alles auch mal nicht. Ja. Was war das für ein Zwergenarmbrust, der Schwächung hat. Schwächung. Ja. Aber das ist zu schwer. Ja, ist fürchterlich schwer. Das ist seine Zwergenarmbrust, der Schwächung. Naja, ist ein bisschen weit weg, aber ist ja egal. Ja, aber es zählt dazu. Naja, ist immer so. Er sagt, hier, bezaubernder ja, Wächter. Ja. Dann, ja, ist klar, aber ist immer so. Wenn die wegfliegen, sind sie trotzdem beim Körper. Und dann kann man sie ja noch einzeln auch vielleicht aufgreifen, aber sind auf jeden Fall dann auch beim Körper. Es gibt immer nur einen. Aber ja, so ist es halt. Kann aber ganz gut sein. Mhm. Wenn man also jetzt nur die Waffe haben. Fässer sparen wir uns. Und der Körper liegt oben und die Waffe. So nichts Vernünftiges. Mhm. Aha. Dann sieht ja alles so ein bisschen brüchig aus. Das wäre nichts für mich, kein richtiges Geländer. Doch, ist doch da. Ach, das sagst du. Ist nicht hoch genug. Die Bretter sind hier auch kaum verfault. Naja, schon wieder so eine bezaubernde. Ach, Mann. Tja. Da hat man die Wächter irgendwie umgedreht, hä? Ja. Die Armen können nichts dafür. Wir werden vielleicht die Ursache, die Quelle dieses Umdrehens noch irgendwann entdecken. Tja, das wollen wir doch schwer hoffen. Sehen, ob dieser Florentius auch umgedreht wurde. Das wäre aber ganz schlecht. Aber er ist ja schon verrückt. Vielleicht kann man Verrückte nicht umdrehen. Ah ja, das kann natürlich nach sein. Nach allem, was wir da mitbekommen haben, scheint er nicht so. Die Dunkelheit macht mir nichts aus. Einfach ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Drei! Wow, ja, das ist eine ganze immer Reihe. Drei. Immer mit. Klar. Eine Zange. Das war's hier. Wollen wir es riskieren? Ja. Ich meine, bisher waren sie noch keine sehr schlimmen Gegner. Nö. Ich meine, ist klar, die Armbrust macht diese Haare. Halt! Falle, wollte ich gerade sagen. Da bist du auch schon reingetaucht. Eine Falle? Ja, ich weiß zwar nicht, was sie gemacht hat. Keine Ahnung. Mir hat sie nichts. Hoffentlich getan. Erreichen wir bald die Lichtung der Ahnen. Ja, das hoffen wir auch. Das werden wir auch. Aber wir wollen ja noch erstmal diesen Typen hier. Da ist noch eine Falle. Hier ist noch eine. Wir wollen ja erstmal diesen Typen hier finden, ne? Es kann sein, dass du die Falle an den Kopf geknallt kriegst, wenn sie drüber drauf tritt. Weiß, naja. Ups. Macht aber nichts. Sehr seltsam. Lauf doch noch mal zurück, ich guck mal. Also der Wahlfallen hier. Fallen. Naja, hier gibt's ja auch so. Ja jetzt, was war das denn? Hallo. Also heute ist der Tag der Unterbrechung. Wir werden jetzt erstmal Schluss machen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ja. Okay. Bis tschüss. Dann, tschüss.